Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn und damit auch zu einer neuen Aufnahmesession. Wir wollen da durch den Berg, ne? Ja, begib dich zum Grabhort. Zur nächsten mega heftigen Hauptquest. Gehe ich denn hier eigentlich richtig oder? Ach, hier ist wieder eines dieser Banuk-Symbole. Die lassen ja auch ihre Graffitis überall in dieser Aua-Welt. Aua-Welt. Rayon? Nice. Bist du ein Blümchen? Nein, wir sind eine Schockwurzel. Ich brauche keine Schockwurzel. Ich bräuchte nur Blümchen. Blümchen for the life. Blümchen for the win. So, du bist ein Blümchen. Geil, oder? Etwas Vorrat. Alter, wie hat das gerade gehalten, Aloy? Was war denn jetzt los? Ich würde mir Nordlichter wünschen. Da. Ich glaube, das ist der Mond. Egal. Wie schön das einfach ist. Man will hier einfach nur durchlaufen und die Gegend genießen. Das ist unglaublich. Oh, boah, wie geil. Wie hell das auch einfach ist, ne? Ey, Leute, du bist erleuchtet. Okay, hier bietet sich das wirklich an. Warte mal, Leute. Laufen. Whee! Komm schon, Aloy. Auf den Pop ist runter. Schnell. Oh ja, ist das Hintersache. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Verdorbenes Zeug, allein. Ja geil. Na gut. Kann ich den herpfeifen? Oh, kann ich, sehr schön. Dann kommst du mal her, Kleiner. Nee, weißt du was? So, no risk, no fun. Na komm! Komm, Kleiner! Kann ich den mit einem Stühlenschlag ausschalten oder geht das nicht bei denen? Es geht. Ach ja, überbrücken ist das Einzige, was nicht ging, ne? So, wo sind denn die Eclipse-Soldaten? Wir craften einfach mal alles nach für den Fall der Fälle. Wo sind denn die Eclipse-Tutis? Ah, mir fehlt ein Echo-Hülsen-Gedöns. Scheiße. Obwohl, braucht eigentlich keine nicht wirklich Zersprengerpfeile. Obwohl ich, wenn wir einen Verwüster finden oder nicht Verwüster ist. Doch, der ist Verwüster. Dann würde ich euch doch gerne mit den Zersprengern. Nee, bin ich da. Shit, die haben uns wirklich entdeckt. Oh, scheiße. Du wirst den. Halt die Klappe! Okay, no risk, no fun. Von unserer Spezialität. Alter, die haben ja mit Skill ausgeschaltet. One shot, one kill. So, dreimal. Wie nice. Gesundheitstrank. Brauche ich ehrlich gesagt gerade nicht. Sorry. Oh. Zeug zum Verkaufen. Sehr schön. Ist gleich neue Tränke und neue Pakete. Sehr schön, so. Kultistenscherge. Ja, der war ja überhaupt kein Problem, der kleine Tutti. So, noch ein Kultistenscherge, ein bisschen Munitionsscherben, wollte ich schon sagen. Metallscherben, so heißt das. 126 Meter. Schritte, etc., egal. Ah, wie schön, Alter. Das ist so schön. Okay. Grabhort. Der Grabhort. Schatten eines Metallteufels. Super. Alter. Ist das der Metallteufel? Oi. Alter. Ist das hier eine Maschine, das ganze Zeug? Was höre ich hier? Ich höre nichts Netzes. Das ist uncool. Ich höre hier echt nichts Netzes. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Das ist schon heftig hier. Oh, drinnen sind sie auch. Hier könnte es gleich Ärger geben. Kann ich mich hier verstecken? Ja, kann ich. Hat niemand. Da ist ein Boss. Finde ich nicht geil. Mal getrost die Klappe. Das Tja, wenn man keinen Skiller zu treffen, dann nützt ja noch der Boss-Status nicht.
Du kannst der Gerechtigkeit nicht... Das ja, ja. Ist klar. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Elite-Kultisten-Folterer. Okay, alles klar. Elite-Kultisten-Folterer. Sergeant Ames Gullywayf? Gullywayf? Alles klar. Was stand da noch dabei? Sprachaufzeichnung, Anzug, Kommunikationsprotokoll, Sergeant Ames Gullywayf. Mechanisierte Eingreifbrigade, Datenbeschädigung schwer. Alles klar. Okay. Das nehmen wir auch mit dir. Hier ist noch was. Gut gemacht, das tut weh in den Ohren. Hör auf! Gefrorenem Eis und in der Zeit. Das klang gerade leicht nach Isolation. Also Alien Isolation. Titanenwarnung. Wir machen oh. Sie beim Akron. Die Basis blockiert. Sind wir bei Titan vor. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Die 9. MEB am Platz. Hua! Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Operation Enduring Victory, okay. Die Operation war nicht ganz so. Enduring Victory. Was bedeutet das? Oh, oh. Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Hua! Alter. Geil. Das war gerade geil, hab ich gefeiert. Ich feiere das gerade. Ich feiere diese Brutchen sowieso. Wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Schön. Ich mag diese Aufzeichnung, ich mag sie mega. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Die Möbel waren es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Wie soll man es sich da immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Wir? Ich weiß nicht. Alles klar. Ich bin hier gerade runtergefallen und weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Okay, wir sollten anscheinend hier runter. Alles klar. Das ist ja so... Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle.
Alles klar. Verzeihung. Was sind wir denn hier? Okay. Nein! Ella! Schau, Ella. Warum hat sie denn da nicht festgelockt? Oh Mann! Dummer Tod. Der Rassler feuert eine Salve Metallbolzen ab und wird am besten gegen Gegner in kurzer Distanz eingesetzt. Ja, das wissen wir ja schon, obwohl ich noch keine wirklich sinnvolle Version des Rasslers eingesetzt habe. Und diesmal lockst du dich bitte an dem Teil hier fest, Aloy. Dankeschön, finde ich sehr reizend von dir. So, hier haben wir eine Rätseltür. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Alles klar. Da unten sind auch welche. Da drüben auch. Ist alles voll mit dem Zeug. Hier zeigt aber noch nichts an. Alles klar. Ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Norden, Osten, Westen, Süden, war das richtig? Ich glaube, ja. Norden, Osten, Westen oder Westen, Osten? Ich versuch mal Westen, Osten. Nein, nein, nein! Ey, Leute! Mach doch, was ich will! So. Ich drehe auch immer in die falsche Richtung. Geh nur Uhrzeigersinn und mit dem Uhrzeigersinn ist so kompliziert. So, und hier haben wir Süden und hier brauchen wir Norden, ne? Oder denke ich gerade falsch? Egal. Wir werden es gleich herausfinden. War wohl falsch. Alles klar. Okay, dann habe ich das hier wohl vertauscht mit Osten und Westen. So, dann sollten wir es aber jetzt haben. Wie bitte was? Okay, ich will es nochmal. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Ja, bitte. Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Nee, eigentlich nicht. Ich bin halt drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. So. Was ist hier Phase? Okay, das wird dir angezeigt, alles klar. Das passt auch. Die zwei gerne runter, alles klar. Easy. Ich mag diese Rätsel, das sind einfach, die bringen einfach ein bisschen Pep in die ganze Story, finde ich gut. So, das passt eigentlich. Und zwei. Noch eine. Alles klar, kriegen wir hin. Kein Problem. So. Du lockst dich fest, ne? Danke, Aloy. Und hier wird es doch eh angezeigt. Alles klar. Hier runter, dann links, rechts. So, dann hier links. Und hier rechts. Und wir sollten es haben. Nice! Zumindest so. Alles klar. Kommst hier am Rand weiter, oder Aloy? Aloy, schaffst du das? Aloy, komm. Mach mich nicht schwach. Was mache ich hier eigentlich? Aloy! Okay, wir gehen den. Wir gehen den richtigen Weg. Nee, wir gehen den richtigen Weg. So. So, und auf die Tür. Open the door, please. Und hier noch Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr und Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Da haben wir noch eine Energiezelle. So. Ich finde immer mehr Energiezellen. Ja. Wozu die brauchen sind wir auch. Gut? Keine Sorge, Ella. So, alles mitnehmen. Bringt mir das was ich einsammle? Ich weiß es nicht. Die Energiezelle hat auf jeden Fall mega den Sinn.
Was ist denn hier Phase? Verdorbene Plünderer. Plünderer geht ja noch. Kultistengräber. One shot. One kill. Komm doch mal bitte. Elite-Gegner. Ja, komm mal hoch hier. Oh shit, die kommen ja wirklich hoch. Scheiße. Warte mal, wenn wir schon hochkommen. Warte mal hier. Hab sie! Wenn die schon hochkommen hier, dann bitteschön. Ja, komm doch. Können nur Maschinen die auslösen oder auch die Tutis? Nice! Oh shit. Komm schon. Ach du Scheiße. Hat das Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, von dem Boss sollten wir es doch vorsehen. Bringen wir es zu Ende. Kann ich den nicht hochgehen lassen? Schade. Oh shit! Ich will deine Knarre, verdammt! Gib mir deine fucking Knarre! Tatsächlich. Das war nicht der Boss. Keine Antworten. Nur Waffen. Ach, du bist ja mit der. Du bist ja mit der Knarre. Okay. Komm mit! Ich will deine Knarre! Du bist nicht der mit der Knarre, was machst du hier? Kann ich nicht brauchen, sorry. Immer noch. Oh shit. Der Tutti ist mir nicht geheuer. Warte! Ja, das kann losgehen. Kräften. Finde ich geil. Leute, I'm ready for a take off. Leute, wo seid ihr denn? Habt ihr Schiss? Verstehe ich nicht. Wo seid ihr denn? Leute, was ist denn los? Wir kommen doch. Dein Boss ist tot. Du kleiner Plünderer. Geht ja gar nicht hier. Das war ja nicht mal. Doch, war ein Plünderer, oder? War das ein Plünderer? Nee, das war doch ein verdorbener Plünderer. Oh, okay. Kommt hier noch was? Ich will was kleinballern hier. Das war schon. Nee, ich nehme die Waffe jetzt mit. Nee, sehe ich nicht ein. Die nehme ich jetzt mit. Kein Bock. Ich leg die Waffe doch jetzt nicht weg. Nee. Ich nehme die mit. So. Nice. Ich will nicht ablegen. Nee. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da hoch, ne? Okay. Kriege ich hin. Bin zwar leicht langsam, warte mal, da gibt es ja so einen Perk. dass ich dafür jetzt wirklich einen Perk ausgebe. Wo gibt es denn das mit leichten Waffen schneller laufen? Wandert. Den will ich aber auch unbedingt noch haben. Oh, Dreifachpfeil. Ja. Wo war denn das, dass man mit leichten Waffen schneller laufen kann? Das gibt's, gab's doch auch irgendwo. Hier. Ach, das haben wir schon. Jetzt kann ich einen Dreifachpfeil machen, Leute. Wir sind unbesiegbar. Geil. Nee, ich nehme die Knarre mit. Nee. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Das sehe ich nicht ein. Wie fucking langsam wir einfach sind. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hä? Why? Hey, mein...
Das Glück ist mir hold. Ja, ist es, Aloy. Okay, wenn wir da hoch müssen. Heißt das, dass wir da vorne hoch müssen, ne? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Oder sehe ich das falsch? Kann man da nicht hoch? Munition habe ich noch. Okay, ich habe noch 17 Schuss, die ballern wir raus. Keine Munition mehr. Und weg damit. Ich sollte die Waffe wechseln. Ja, soll's. Wo müssen wir hin? Müssen wir denn noch weiter runter? Das ist aber schon leicht tief hier, ne? Aber egal. Macht das Sinn, was ich hier mache? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Wie komme ich da hoch? Ich muss da hoch. Ich komme da hoch. Sehr schön, danke schön. Okay, wir sind die richtige. Sehr schön, danke. So, aber Leute, ich würde sagen, das nehmen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, was wir im Grabhort noch finden. Wir haben im Moment schon 3 Energiezellen, 2 brauchen wir noch und ich weiß auch genau, wo die liegen. Das ist das Gute. Das bedeutet, dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich die Schildweberinnenrüstung uns holen können, die uns zur ultimativen OP-Kriegerin machen. Danach sind wir unbesiegbar. Da können wir so richtig eskalieren, Leute. Da können wir noch heftiger, offensiver und extremer in unsere Kämpfe reinspringen. Finde ich geil, ey, Leute. Ich freue mich drauf. Dann müssen wir aber leider unser super sexy Outfit hier ablegen, was ich schade finde, aber egal. Leute, lasst eine Bewertung da, schreibt ein nettes Kommi in die Kommis, Kritik und Anregungen, alles rein. Ihr wisst, wie es läuft. Und lasst eine Bewertung da. Real sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.